Ja, schönen Dank. Als junger Mann angesagt zu werden, das ist schön. Das freut mich. Geht's Ihnen gut? Also uns geht's immer ja, so lala. Also diese ganze Krise, wissen Sie, als Künstler macht man sich seine Gedanken. Man sitzt zu Hause in der Quarantäne und da denkt man sich, also ich bin jetzt froh, wenn der 1,5 Meter Abstand endlich mal wieder aufgehoben wird, damit wir Franken unseren gewohnten 5 Meter Abstand wieder kriegen. Also es ist nicht einfach. Ich sag's Ihnen. Und ich habe festgestellt, man verändert sich. Man macht Sachen in der Quarantäne. Ich hab Sachen gemacht. Ich hab wildfremde Leute angerufen, habe ihnen gesagt, dass ich gerade im Moment keine Zeit habe zum Telefonieren. Wieder aufgelegt. Ich habe Zettel an fremde Auto gepappt und habe drauf geschrieben, Entschuldigung für den Kratzer. Und das war schön, weil halt immer gesucht haben, wo er ist. Da macht man Sachen. Also ich habe meinen Nachbarn habe ich mit dem Lippenstift Herzl auf sein Autoschein gemalt. Ich habe drauf geschrieben, schön war es im Autokino. Denn sein Wochenende war dann angelaufen. Aber den kann ich sowieso nicht leiden. Der ist blöd. Zudem habe ich einmal gesagt, und du bist jetzt der Spermafaden, der gewonnen hat? Ganz anders mein Nachbarin, die Molly, mit der habe ich mich gut verstanden in der Quarantäne, muss ich sagen, die Molly ist ein schönes Madel, eine Gode. Und die Molly, die hat ein neues Auto gekriegt, da sind wir mal zum Einkaufen gefahren und die Molly, das ist eine Art Frau, wie will ich sagen, wenn die im Auto fährt und macht den Scheinwischer an, na was, du jetzt willst rechts abbiegen. Na, die Molly ist wirklich klasse. Und der hat sich gefreut wie ein Auto, muss ich sagen. Der hat gesagt, schau mal her, da ist ja so ein Lampenaufgang, so ein Kontrollleuchter. Hat gesagt, schau her, das Auto ist aus 1001 Nacht. Habe ich gesagt, na, das heißt, du musst Öl nachkippen. Es ist wirklich wahr. Man macht Sachen, das ist gar nicht zum Denken, gell? Was ist denn jetzt los? Da zischt es auf einmal so. Jetzt kommt der Nebel allmählich nach. Ich hoffe, dass ich nicht eigennebelt war jetzt, oder? Wie schaut's aus? War das alles? Also von der Regie heißt es jetzt, ich wäre jetzt eingenebelt und dann soll ich verschwinden. Ne, das tue ich jetzt einfach einmal. Und sie applaudiert recht schön. Und da freuen wir uns alle, gell? Wunderbar. Jetzt kommt der Nebel langsam auf. Hey, hey, hey. Und ich ziehe mich langsam zurück. Während die Zukunftsaussichten der Kulturbranche sich im Dunst verlieren, stochern viele Politiker mit der Stange im Nebel herum. Großspurige Versprechungen erweisen sich bei näherem Hinsehen als Schall und Rauch. Ihnen scheint nicht klar zu sein, wie groß, lebhaft, divers und besonders die freie Kulturszene ist. Förderkriterien sind nebulös, die Antragsverfahren bürokratisch, oft undurchsichtig und in sich widersprüchlich und gehen an der Lebensrealität vieler Künstler vorbei. Aber auch bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen vor Ort variieren die Regularien und die Umsetzung sehr stark. Das macht eine vernünftige Planung oft unmöglich.